Hey Leute, ich bin's, der Mr. Zero LP. Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, wir machen jetzt in der nächsten Aufnahmesession. Wie man jetzt hier so sehen kann, habe ich jetzt hier das noch ein bisschen dekoriert hier, wo die Treppen sind, wo es hier nach unten geht. Und ja, ich würde auch sagen, wir wollen jetzt hier in dieser Aufnahmesession viel schaffen. Und die Musik übrigens, die wird jetzt erst nach dem Video hier wieder eingeblendet, weil es mit der Werbung mich ein bisschen gestört hat. Weil ich mich da jetzt noch nicht so drüber informieren konnte, wie man das anders lösen kann. Und ich habe mir auch gleich für diese Aufnahmesession halt einige Ideen durch den Kopf gehen lassen, was man denn hier so machen kann. Und als allererstes gehen wir mal ins Lager rein. Es gibt auch jetzt noch eine Menge anzukündigen, jetzt auch in dieser Session. Und da eine Menge halt. So, erstmal machen wir uns eine Feldhacke. Wie macht man sich die Feldhacke? So, ne? Okay. Weil die ist wichtig. Und man sieht auch ein Level 41. Da habe ich wieder so ein bisschen trainiert. So, jetzt gehen wir mich hier hoch. Ach so, okay, geht. Jetzt fangen wir mal an. Ach, jetzt ist die Schaufel kaputt. Fast. Jetzt fangen wir mal an. Einfach mal hier. Ich überlege gerade, passt es schon so? Dann machen wir mal noch einen mehr. So, machen wir jetzt einfach mal hier so ein Dings hin. Dann machen wir noch einen weiter. Ach, jetzt ist mir ich jetzt manchmal. Haben wir noch eine Spitzhacke bei, noch eine Schaufel bei. Ja, haben wir sogar noch. Brauchen wir jetzt nicht neu zu machen. Erstmal wird jetzt hier der Sand weggegraben. Bis hier hin. So. So. Also auf jeden Fall wird nicht langweilig in den nächsten Sessions. Weil in dieser jetzt nächsten Session, so die Session, die jetzt gerade ansteht. So, und jetzt machen wir schon Erde rein. Vielleicht mal ahnen manche schon, was es werden kann. Manche vielleicht nicht. So, zack, zack, zack. Wir wollen uns jetzt noch ein bisschen baumäßig beeilen, dass wir halt relativ viel in dieser kurzen Folge hinkriegen. Ups. So. Ich überlege jetzt, ich weiß noch nicht, wie ich das mache mit dem Wasser, was ich vorhatte, ob ich jetzt einfach in der Mitte das Wasser lang fließen lasse. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins, zwei, drei. Da müsste ich ja jetzt hier. Oh nee, das mache ich noch nicht. Das mache ich vielleicht nochmal. Das mache ich so. Toll, jetzt wird es mir schon Nacht. So, machen wir hier noch eine Reihe weg. So. Egal, ob Nacht ist oder nicht. Wir machen jetzt weiter. So habe ich jetzt. Mache ich jetzt mal die Monster out. Dass wir in Ruhe bauen können. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte jetzt mal ganz kurz an unsere Truhe hier gehen und wollte mir jetzt mal so ein bisschen Deko hier holen. Kürbis und Bambus. Da pflanze ich einfach so ein kleines Art Blumenbeet, Feld, irgendwas zum Design einfach an. So. Hier ringsrum soll Wasser kommen. Ich überlege einfach, nee, das hier hinten mache ich wieder zu. So. So. Ah. Wow, war jetzt voll effektiv. Anderen Blumen. Dann kann wir jetzt Zuckerrohr. Ach Quatsch, das wächst hier gar nicht. Das habe ich hier gar nicht. Dafür gar nicht hier. Aber ja, jetzt haben wir halt leider kaum was bei. Blumenmäßig. So was hätte ich mal machen können. Ich hätte mal.
Ach, Mist, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Obwohl, warte mal, das lasse ich so. Das lasse ich mal noch so. Hier kommt dann so ein Beet hin, aber ich habe jetzt hier keine Blumen mehr bei. Da muss ich mir erstmal wieder Knochen, wenn ich Knochen habe, halt. Welche holen? Jetzt machen wir ringsrum Wasser. Ans Feld ran. So. Kann man gleich hier rausnehmen. Und damit füllen wir jetzt hier an der Seite die Teile ab. Also auf, besser gesagt. Nächster Eimer. Den setze ich mal hier so an, dass es jetzt in die Richtung fließt. Und noch zwei Eimer. So. Zack. Achso, was ich noch ankündigen kann, ist, dass ich The Binding of Isaac jetzt aufhöre und dafür ein anderes Challenge-Projekt anfangen werde. Scheiße, jetzt. Egal, das lassen wir jetzt so hier. Ja, ich werde Binding of Isaac als Let's Play einfach, das sollte ja nur so zum Reinschnuppern sein, werde ich aufhören und werde dafür ein Challenge-Projekt starten, was einfach eine bestimmte Challenge hat. Wenn dies abgeschlossen ist, dann ist das Projekt zu Ende. So was wollte ich jetzt machen. Genau, ich nehme jetzt erstmal Schilder machen. Also das wird die nächsten kommenden Tage starten. Oh Mann. Nein, so. Sticky. So, und jetzt. Noch so hier, das reicht jetzt. Jetzt mache ich einfach. Ich wollte jetzt einfach so hier an die Seite hier noch so ein paar Sachen hinstellen. So, jetzt schnappen wir uns mal die Teile hier. Wo mache ich es jetzt am besten? Hüpf. Nein, das sollte nicht so rum. Kein Axtbeil. Dip. So. So, das ist jetzt ein Abstand von 1, 2, 3, 4, 5 Blöcken. Ich habe jetzt nicht gezählt. 1, 2, 3, 4, 5 Blöcken. Stimmt sogar geil. Jetzt kommen hier noch die Schilder. Die werden da diese an die Seiten rangetan. Geht es nicht mehr? Zack. Oh, stimmt sogar von Abschätzung. Also heute ist mein Tag der Abschätzung. So. Mir so ein paar zum Hinsetzen. Ach ja, übrigens, ich werde bald noch, wenn ich. Ich muss noch was anderes, das werde ich aber erst im nächsten Part ankündigen. Ich werde bald euch mal noch erklären, weil die Welt ist schon zum Download. Müsst ihr mal auf meinen Channel gucken, da ist der Download-Link für die Welt. Und zwar, hier müssen wir jetzt Land machen. Nein! Oh. Ja, die Welt ist zum Download zur Verfügung gestellt. Bei Google Drive heißt die Seite jetzt, glaube ich. Google Docs ist ja, wurde, glaube ich, geschlossen. Das war die Seite früher mal. Jetzt habe ich den auf Google Drive zur Verfügung gestellt. Das einzige Manko ist halt, ihr braucht ein YouTube-Konto oder ein Google-Konto, sonst könnt ihr auf diese Google-Seite nicht zugreifen. Also wenn ihr selber auf YouTube auch seid, dann könnt ihr euch meine Welt runterladen. Werde ich auch nochmal ein Tutorial zu machen, falls ihr es nicht hinkriegt. Wenn ihr es hinkriegt, dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Mit meiner Welt. So. Hier machen wir noch ein paar hin. Und dann warten mal. Ah, doch. Und auf der anderen Seite auch. So, ich würde aber sagen, wir haben zwar jetzt nicht so viel, aber doch dennoch was geschafft. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.